und herzlich willkommen auf meinem Kanal Miniaturautohandel. Und ich würde sagen, ja, wir fangen da mal an, ne? Also bei eBay zu finden unter Miniaturautohandel 123 privat, auf eBay natürlich unter Ford USA Probe. So, haben wir das. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit den beiden an hier. Das sind wieder die beiden Dicky. Die haben wir ja auch schon mehrfach jetzt präsentiert gehabt. In Rot und in Grün haben wir sie natürlich hier wieder. Ne, Gebrauchsspuren sind vorhanden. Wie gesagt, Volvo oder BMW, wie ihr wollt. Ne, könnt ihr sehen, was ihr wollt da drin. Und ja, so sehen sie aus. Ne, und für Kinder geeignet, die jetzt gerade damit anfangen, ne, zu spielen, damit man nicht eben ganz so viel investiert, um zu schauen, ob sich das überhaupt lohnt, weitere Autos zu kaufen, die ein bisschen teurer sind, wie Matchbox, Hot Wheels und so weiter. Ne? Kennt ihr selber. Ja, das gleiche haben wir natürlich nochmal, und zwar ja, als Mercedes-Variante. Sieht zumindest so aus von der Form her. Und ja, so sehen sie aus. Ne? Der eine hier ist tatsächlich so ein Police Car. Dem fehlt leider das Blaulicht. Aber das sollte kein Problem sein. Und da haben wir gleich zwei in einen Rutsch abgefrühstückt. Besser gesagt, vier sind es dann noch geworden. Der kommt später. Jetzt nehmen wir den hier erstmal, den großen von Hot Wheels. Der nennt sich Rumble Road. Sieht so aus. Na? Er steht auch wirklich noch gut im Schuh. Hat nur eine kleine Macke. Und zwar hier vorne fehlt eine kleine Ecke. Na? Aber hier, das ist jetzt nicht scharf oder so. Ne? Und hier hinten kann man die Laderampe runterlassen. Und so sieht das ganze Ding dann eben aus. Ja, natürlich auch wieder hoch. Ob man das jetzt hier so trennen kann, weiß ich nicht, aber ich befürchte nicht. Und so sieht er von oben aus. Natürlich hier auch schön ein bisschen, ja, so geländemäßig, ne, abgebildet. Hier schön mit Reifenspuren drin. Das hat schon was. So, das war er noch nicht, weil ich muss ihn auch noch von unten zeigen, logischerweise. Jetzt war er's. So, wird mich nicht wundern, wenn hier gleich mein Akku sagt Adieu, weil irgendwie, wenn ich den ausgeschaltet habe, geht er wieder hoch. Und wenn ich den ja, hier benutze, dann geht er stark rapide nach unten. Merkwürdig. So, weiter geht's mit Matchbox. Ja, den hatten wir schon mal in einer anderen Farbe. Den Pickup, ja, so ein Panzer-Pickup hier. Und mit der Luke natürlich hier oben, die nicht zu öffnen ist. Bisschen Ladung offen. Auf der Ladefläche und den Unterboden. Ja, die Vorderachse, die hat es ein bisschen heftiger erwischt. Die müsste wieder begradigt werden, aber sonst geht's. Kinnix hat natürlich nicht zum Streifenwagen hier, den wir beim letzten Video hatten, haben die auch hier so ein Feuerwehrauto rausgebracht. Ich vermute mal, dass der Aufkleber hier vorne fehlt, von der Frontscheibe. Es lässt sich sonst eigentlich nicht viel bewegen, außer die Räder. Und ist komplett aus Kunststoff gehalten. Ne? Ein schöner Leiterwagen hier dabei. Und so sieht er aus. Ja. Eigentlich ganz niedlich, wenn man so bedenkt. Fastlane, ja, davon haben wir reichlich dabei. Wie ihr schon mitbekommen habt, so ein braun Metallic, so ein Sportcoupé ist das hier in braun Metallic. Ne? Wer hier also die Räder zum Beispiel braucht, optimal. Ne? Besser können wir es nicht haben.
Ja, das ist auch dann von unten. Also der steht auch nun auch wirklich jetzt so schlecht auch nicht da. Ne? Und das ist er von oben. Ne? Hat natürlich, wie alle anderen auch, ein paar Gebrauchsspuren, was sich eben nicht so vermeiden lässt. Ja, der passt gerade so auf den Hot Wheels Truck drauf. Ja. Der nächste ist hier ein Maisto Lexus SC 430, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich zeige dir noch gerne mal von unten und von oben. Ähnelt dem Mercedes CLK oder SLK, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall Mercedes. Ja, und das war er dann auch schon. Ne? Hier. Klar, Abriebspuren sind natürlich da. Und ansonsten ein paar Lackschips, das war's. Also da fahrt er eigentlich auch ganz gut mit. Jo, ein IM-Auto, also Feuerwehr, Leiterwagen von Fastlane. Hier steht auch tatsächlich drunter. Ne, steht da nicht drunter. So, man kann hier die Leiter natürlich anheben. Ja. Und man kann sie auch ein bisschen hin und her drehen und auch im Kreis drehen. Das geht auch. Alles drin, alles drum, alles dran. So. Na, das ist er. Und wie ich finde, in gar keinen so schlechten Zustand. Alles, was das Kinderherz begehrt. Nochmal von unten. Jo. Ach, von oben habe ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt, aber ich mache es noch mal zur Sicherheit. Der nächste hier ist ein Hot Wheels Pontiac Formula, nee, Firebird 400. Da haben wir es. Also Formula. Kann man dazu auch sagen. Die unterscheiden sich jetzt ja nicht so großartig. Das kommt ja dann erst später, wo wirklich die großen Unterschiede kommen. Mit den ja, Motorhauben, sage ich mal, ne? GTA und ne? Formula und. Ne? Dann kommt es noch mit auf die Ausstattungsvariante an und. Ja, aber der hier steht wirklich ziemlich gut da. Ja, keine krummen Achsen, was mir jetzt hier so groß auffällt. Ne? Vielleicht mal hier und da einen kleinen Lackschip oder kleinen Ditscher gekriegt hier auf den Lack. Dass da ein kleiner Kratzer vorhanden ist oder was. Aber meine Güte, ne? Was will man da erwarten? Wir gehen rüber zu Matchbox Sahara Sweeper. Kunststoffaufbau, Metallunterboden. Und so sieht das gute Stück dann aus. Ja. Schön mit dem Stern an der Seite. Da haben wir ja schon einige von. Nee, an der Seite nicht. Auf der Haube, sorry, Leute, sorry, auf der Haube natürlich. Ne? Nicht an der Seite, auch nicht auf der anderen Seite. So, das wäre von unten. Und das ist er von oben. Jo. Ein Porsche von Hot Wheels und zwar den 911 GT3 RS. In weiß. Ich finde, so schlecht steht er tatsächlich auch wieder nicht da. Da haben wir schon schlimmere gehabt und ja, kaum Mängel erkennbar. Ja. Hier vielleicht bei der Beifahrertür, da hat er wohl mal irgendwas gekriegt. Na, zum Beispiel, oder hier oben auf der Frittentheke, na, einen kleinen Abrieb. Aber meine Güte. Ansonsten steht er doch wirklich sehr gut da. Ja, wir machen auch gleich weiter mit einem Plymouth Grand Fury bzw. Dodge Monaco. Wobei ich eher bei Dodge Monaco wäre, wenn ich mir den mal so angucke. In Silber gehalten von Valley.
Ja, man erkennt es zum Beispiel auch an den Felgen. Ne? Ich meine, Simba hatte auch später die Felgen. Erst hatten sie ja diese anderen und dann sind sie ja zu denen übergegangen. Und dann wurde ja irgendwann Valley daraus. Beziehungsweise hat Valley das dann übernommen. Es ist alles, wie es sein muss. Wobei die ja immer gerne mal wegbrechen hier, die Achshalterungen. Ne? Und ja, das wäre dann von oben auf der Haube. Und auch sonst hat er natürlich Lackschips und hier und da ein paar kleine Kratzer. Ne? Aber alles in allem steht er wirklich gut da. So, da haben wir schon den nächsten weg. Fastlane Sportwagen in schwarz-matt gehalten, mit ein bisschen silberne Applikation hier. Das hat er natürlich auch auf der anderen Seite. Und hier schön die Rückleuchten angedeutet, wie man sieht. Jo. Also wirklich Mühe gegeben mit dem Auto, finde ich. Ne? Und ja, wer wie immer die Felgen braucht, kann den Unterboden aufschrauben und hat die Felgen in der Hand. Also besser gesagt, die komplette Achse dann, ne? Und das wäre dann auch schon. So, das geht ja heute zu wie am Fließband hier. So. Ja, das hatten wir ja schon in einem unserer anderen Videos gehabt, ne? Mit dem Klebezeug hier unten drunter. Die Reste. Und wir haben hier einen Ford Falcon XB oder X8. Und hier ist er. In einem wirklich sonst sehr guten Zustand. Und ja. Nur eben hier der Chromabrieb ist klar. Aber hier na, den Kleberest. Ich meine, den kriegt man auch wieder runter. Das ist er dann von oben. Jetzt muss ich aufpassen hier wegen dem Akku. Jetzt zeigt er nämlich plötzlich rot an. Ja, Valley, Bentley, Continental, GT in Weiß mit Lackschips, Kratzer auf der Scheibe. Also alles, was geht, ist vorhanden eigentlich, außer Fehlteile und komplett krumme Achsen. Die haben wir natürlich auch nicht. Ja, ich glaube, heute wird das Video ein bisschen kürzer. Wir schauen einfach mal. Und das war er dann auch schon. Der kleine hier. So. Hot Wheels Ferrari F40. Den kennen wir auch. Allerdings mit zu öffnender Motorhaube hinten. Und Metallunterboden. Und der hat eben das Ganze aus Kunststoff und geschlossen. Und ja, eine leicht krumme Hinterachse. Ja, Lackschips. Alles da. So. Ferrari 430 Scuderia. In Blau. Das ist er dann. Mit hier und da einen kleinen Lackschip, sag ich mal. Na, natürlich Gebrauchsspuren. Unterboden sieht auch soweit gut aus. So wie die Achsen. Und ja, hier haben wir natürlich bei den Rallye-Streifen entsprechend auch den Abrieb da. Ja. Lässt sich nicht vermeiden, Leute. Dann haben wir als nächstes hier von Maisto eine Corvette Stingray in Rot gehalten. Ein sehr schönes Fahrzeug, wie ich finde. Na? Da wurden auch versucht, die Details schön rauszuarbeiten. Und ja, ich sag mal, für Maisto ist das doch in Ordnung. Was mir nicht gefällt, sind halt die Felgen. So, und das wäre ja von oben. Ja, Lackschips und so weiter. Klar. Ne? Ansonsten, die Scheiben sehen noch ziemlich gut aus. Der vorletzte im Bunde ist ein, ja, von Valley, ein BMW. 645 Ci. Das wäre. Es lässt sich nichts öffnen, aber dafür hat er keine Scheiben drin. Ein Friktionsmotor mit Gummibereifung. Der Friktionsmotor funktioniert. Und ja, Gebrauchsspuren auf der Scheibe natürlich. Ist
bleibt nicht aus. Lackmäßig steht er noch ziemlich gut da. Hier sieht man jetzt auch so ein bisschen, wie das mit dem Friktionsmotor ist. Und das ist er dann von oben. Jo. Muss ein bisschen den Akku im Blick halten. Ja, diesmal wird es ein bisschen kürzer als sonst das Video, aber es hilft nichts. So, dann haben wir zunächst den letzten für heute. Und zwar ein Ferrari, sag ich schon. Also, ne, wenn du gerade die Dinger durch hast. Mercedes 300 SL Flügeltürer in Schwarz. Natürlich mit Lackchips, Gebrauchsspuren. Und ja, ne? Scheint aber auch wieder von Valley zu sein, so von der Dings hier zu urteilen, also von den Felgen und auch hier von der Nummer und so. Und Achsen sind auch gerade. Ja, und ich finde, er steht auch noch ziemlich gut da. Ne? Scheiben sind weitgehend kratzfrei, nur eben das Schlimmste ist hier oben auf dem Dach hier, wo die Türen sind, da wirkt er so ein bisschen stumpf. Ne? Kann sein, dass das mit einer Politur wieder wunderbar hinzubekommen ist. Oder auch nicht. Das wissen wir nicht. Ne? Das werden wir dann erst sehen. Und ja. So viel dazu. Gut, dann haben wir auch für heute dieses Video durch. Ne? Der Akku ist jetzt leider auch am Ende und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut mir mal in die Kommentare, mein Sod brennt, welches Auto euch hier am liebsten war, ja, was euer Favorit ist. Bin da echt mal gespannt. Und ja, dann sag ich mal, bleibt mir wohl gesonnen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Also, wenn wir Glück haben, morgen.